So, hi, jetzt koche ich mal wieder was. Und zwar mache ich eine Hackreis-Gemüsepfanne und die geht relativ schnell, wenn ihr schon mal den Reis gekocht habt. Ich habe den jetzt im Reiskocher schon fertig eigentlich. Habe ich einfach 2 Tassen Reis mit 4 Tassen Wasser vermischt und aufgesetzt. Aber da müsst ihr auf die Packungsanleitung gucken, wie viel Wasser ihr da rein macht. Das ist bei jedem Reis anders. So, wir brauchen dafür ein bisschen Gemüse. Und zwar so, worauf ihr Lust habt. Und ich nehme Zucchini. Ich nehme eine halbe Zucchini nur, weil wir ein bisschen, wenn wir heute nur zu zweit sind. Eine ganz kleine Paprika. Eine Möhre. Und 2 Lauchzwiebeln. Dazu nehme ich dann eine halbe Packung Hackfleisch gemischt. Das sind dann 250 Gramm. Eine Dose stückige Tomaten. Eventuell noch Tomatenmark, wenn es ein bisschen zu flüssig sein sollte, weil ja auch noch Brühe hinzukommt. Brühe kommt auch noch hinzu. Gewürze, Pfeffer, Cayennepfeffer und Salz. So, und dann lege ich mal los mit dem Schnibbeln. So, das Gemüse habe ich jetzt schon mal schön klein geschnitten. Aber als erstes werde ich das Hackfleisch anbraten. Und dafür habe ich eine große Pfanne genommen und ein bisschen Öl rein. Jetzt kommt die Hälfte Hackfleisch hinzu. Und das wird ein bisschen angebraten und gewürzt. So, das Gemüse ist gar, die Soße ist auch abgeschmeckt. Und jetzt fülle ich einfach den Reis schon mal da rein. Mal gucken, so dass das gut verteilt ist. Das Verhältnis von Reis zur Soße. So richtig schön untermengen. Dafür bietet sich natürlich jetzt so eine hohe Pfanne an. Mit einer niedrigen wäre das, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig. Da müsste man das in einem Topf machen einfach. Geht natürlich auch, wenn man keine so große Pfanne hat. Also ich würde sagen, das reicht jetzt schon an Reis. Sonst ist es zu trocken. Also es sollte schon noch saftig sein.
So, einfach verrühren, nochmal abschmecken und dann kann serviert werden.